Hallo! In diesem Tutorial wollen wir euch zeigen, dass man auch ganz ohne eine Nähmaschine ein cooles Cosplay von einem Spielcharakter erschaffen kann. Und zwar geht es heute um, ich weiß nicht, ob ihr es schon erraten habt, mit Hedwig hier und dem Phönix. Sieht alles ein bisschen Harry Potter-mäßig aus. Denn passend zum neuen Spiel Hogwarts Legacy, das im Oktober rauskommen soll, für auch die PS5 unter anderem, wollen wir euch zeigen, wie ihr euren eigenen magischen Zauberstab kreieren könnt, so wie den hier. Wingardium Leviosa. Alles, was ihr dafür braucht an Materialien, steht hier auf dem Tisch. Es sieht viel aus, ich wollte euch das jetzt einfach mal vorstellen. Zum einen braucht ihr Essstäbchen. Das hier ist jetzt eine ganz neue Packung aus dem Supermarkt. Vielleicht habt ihr auch schon welche zu Hause, fragt einfach mal eure Eltern. Dann braucht ihr eine Heißklebepistole. Unsere ist hier so ein bisschen fancy. Eure sieht wahrscheinlich anders aus. Es macht keinen Unterschied. Heißklebepistole ist Heißklebepistole. Braucht ihr natürlich noch passende Munition dafür. Dann braucht ihr einen alten Hosenknopf, einen Stein oder irgend so eine schöne fancy Perle, die ihr zur Verzierung benutzen könnt. Es geht natürlich auch so eine kleine Überraschungseifigur wie dieser kleine Waschbär. Zum Beispiel. Ich erkläre euch gleich noch, wofür ihr die braucht. Dann braucht ihr noch Acrylfarbe. Wir haben hier diese gigantischen Bottiche, aber es tut jede handelsübliche Acrylfarbe, die ihr vielleicht auch schon zu Hause habt. Dann braucht ihr noch einen Pinsel, einen Wasserbecher zum Pinsel auswaschen, wie immer, wenn man was malt. Etwas zum Farbenmischen, einen alten Eisdeckel oder eine Schale. Damit ihr euch nicht schmutzig macht, braucht ihr ein altes T-Shirt oder ein altes Hemd oder eine Schürze. Die ziehe ich jetzt auch gleich noch an. Und was, um euren Tisch zu schützen. Wir haben hier so eine grüne Matte genommen. Ihr könnt aber auch Zeitung nehmen oder eine Mülltüte oder was auch immer. Und als letztes, nur für alle, die es nicht so haben mit dem Warten, wenn die Farbe trocknen muss. Wir brauchen nämlich mehrere Schichten. Nehmt einfach euren Föhn aus dem Bad und föhnt das Ganze trocken. Alles klar, dann ziehe ich jetzt gleich meine Schürze an und dann legen wir los. So, also ich habe meine Schürze jetzt an. Wenn ihr auch soweit seid, können wir loslegen. Immer wenn wir mit einer Heißklebepistole arbeiten, müssen wir stark aufpassen, weil die sehr heiß werden kann. Also fragt am besten eure Eltern, ob ihr sie benutzen dürft. Vielleicht wollen sie auch dabei sein, während ihr sie benutzt. Außerdem ist es wichtig, dass wir auf einer feuerfesten Unterlage arbeiten. Die Plastiktüte und die Zeitung sind wichtig, um den Tisch zu schützen, wenn wir später malen. Aber zum Kleben ist es wichtig, dass wir was haben, was nicht sofort Feuer fängt. Außerdem würde ich euch empfehlen, Schutzhandschuhe zu tragen, falls Kleber auf die Hände kommt, damit ihr euch nicht verbrennt. Alles klar, dann legen wir gleich mal los. Als erstes müssen wir uns überlegen, wie unser Zauberstab später aussehen soll. Dafür nehmt ihr euer Essstäbchen und sucht euch ein Dekoteil heraus, was hinten auf den Stab soll. Bei diesem Stab zum Beispiel ist es ein Knopf. Bei dem hier ist es eine Eule aus dem Überraschungsei. Die habe ich mit Braun angemalt, damit sie ein bisschen hölzern aussieht. Ich glaube, heute entscheide ich mich für diesen Knopf hier. Der sieht bestimmt schick aus, wenn er nachher hier drauf ist. Jetzt muss ich mir nur noch überlegen, wie der Rest vom Stab aussehen soll. Also wie ich den Kleber um den Stab verteilen möchte. Zum Beispiel könnte ich so einen Griff machen wie bei dem hier oder das so verteilen, dass es ein bisschen aussieht wie Wachs, das runterläuft. Ich könnte auch eine Ranke sich drumherum wickeln lassen. Aber da ist eure Kreativität gefragt. Vielleicht macht ihr es auch einfach spontan, was sich richtig anfühlt. Ich glaube, ich mache heute einen Griff. Alles klar, dann können wir jetzt gleich loslegen. Jetzt ist der Moment, in dem ihr eure Schutzhandschuhe anzieht. Zum Kleben macht es Sinn, wenn ihr den Stab in einer Hand haltet und die Heißklebepistole in der anderen. So könnt ihr am besten interagieren. Wenn ihr Rechtshänder seid, würde ich euch empfehlen, die Klebepistole in die rechte Hand zu nehmen und den Stab in die linke. Als erstes kleben wir den Knopf hinten auf das Ende. Hierzu müssen wir einfach so einen Klecks machen und das Teil andrücken. Jetzt müssen wir einen Moment warten. Immer wenn der Kleber matt wird, ist er fest.
Als nächstes werden wir versuchen, diesen Raum hier aufzufüllen. Möglichst gleichmäßig. Dazu würde ich vorschlagen, dass ihr mit der linken Hand den Stab dreht, während ihr mit der anderen Kleber auftragt. Jetzt lasse ich das erstmal noch mal trocknen. Die Fäden, die jetzt hier runterhängen, ich weiß nicht, ob man die gut sehen kann oder ob ihr die auch habt, sind überhaupt nicht schlimm. Wartet einfach, bis es getrocknet ist, dann könnt ihr die abzupfen. Wenn der Kleber dann vollständig getrocknet ist, können wir anfangen, Kleber am Stab entlang zu verteilen. Macht euch keine Gedanken, dass das jetzt noch so ein bisschen komisch aussieht. Sobald Farbe drüber kommt, wird man erkennen, dass es ein Zauberstab ist. So, hier mache ich den Rand etwas dicker, damit es mehr aussieht wie ein Griff. Jetzt lasse ich das Ganze wieder trocknen. Wenn der ganze Kleber matt geworden ist, wird es Zeit für den nächsten Arbeitsschritt. Im nächsten Schritt werden wir unseren Stab anmalen. Denn im Moment sieht er ja noch ein bisschen hässlich aus. Er liegt gut in der Hand, das ist schon mal gut. Jetzt entscheide ich mich, welche Farbe ich machen will. Es bietet sich natürlich immer an, ihn braun anzumalen. Das heißt, ich werde jetzt erstmal mir eine braune Farbe zusammenmischen. Also, ich bin zufrieden mit meinem Braunton. Dann können wir jetzt einfach mal anmalen und schauen, wie das Ganze aussieht. Was man direkt schon am Anfang merkt, ist, dass die Farbe nicht so ganz deckt. Das heißt, wir werden auf jeden Fall mehrere Schichten brauchen, dass man hier diesen Kleber nicht mehr durchsieht. So, das war Schicht Nummer 1. Wie ihr seht, habe ich die Spitze noch nicht angemalt, weil ich den Stab ja irgendwo festhalten muss. Sobald die Schicht getrocknet ist, kann ich ihn hinten halten und dann die Spitze anmalen. Jetzt könnte man entweder den Stab, so wie er ist, in eine Tasse oder ein anderes Gefäß stellen und warten, bis es trocknet. Oder man ist ungeduldig wie ich und dann packe ich jetzt nämlich den Föhn aus. Kommen wir nun zu Schicht Nummer 2. Dazu nehme ich den Stab hinten, wo er jetzt trocken ist, und male erstmal die Spitze an. Und schon ist wieder Zeit für die nächste Runde Föhn. Wie ihr seht, deckt die Farbe jetzt schon viel besser. Aber hier oben haben wir ja erst eine Schicht und überhaupt, glaube ich, dem Stab tut eine dritte Schicht nicht weh. Also wieder zurück zu unserer Farbe. Zeit für Schicht Nummer 3. Diesmal achte ich besonders drauf, diese kleinen Löcher, die es zwischen den Kleberstellen gibt, zu füllen. Jetzt sieht man schon fast keinen Kleber mehr. Wir müssen es jetzt aber trotzdem noch mal föhnen, damit ich die Spitze noch ein letztes Mal übermalen kann. Und dann können wir anfangen, ein paar Details zu setzen, damit das Ganze auch irgendwie realistisch aussieht.
Jetzt müssen wir entscheiden, in welcher Farbe wir Highlights machen wollen. Mit Highlights meine ich, dass wir noch andere Farben oder andere Brauntöne anbringen, weil ja kein Holz oder Zauberstab einfach nur gleichmäßig die gleiche Farbe hat. Diese hier zum Beispiel hat so kleine Highlights, ein bisschen in Blau und Grün, weil das auch so ein bisschen rankenmäßig sein sollte, passend zu dem Stein. Für den hier jetzt habe ich mir überlegt, dass ich ein bisschen ein dunkleres Braun mache, um den Griff zu highlighten, das Anfang und Ende. Und dann mache ich mir noch ein bisschen ein Türkis, mit dem ich einfach so ein paar Tupfen verteile. Schauen wir einfach mal, wie es aussieht. Ich mache einfach ein bisschen Schwarz in mein bisheriges Braun. Aber ich mache nicht die ganze Farbe dunkler, sondern nur einen Teil, damit ich es nochmal übermalen kann, falls es mir dann doch nicht gefällt. Hier ist es wichtig, dass ihr euren Pinsel gut ausdrückt oder abstreift oder auch an einem Küchentuch oder so abstreift, weil ihr nicht zu viel Farbe wollt. Ihr wollt nicht, dass es komplett deckt, sondern eher so ein bisschen auftragen. Hier müsst ihr jetzt auch nicht darauf achten, dass alles in jede Lücke soll. Das gibt dem Ganzen Charakter. So, finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so gut sieht im Video, aber es ist vorne und hinten ein bisschen dunkler geworden. In der Mitte ist es noch heller und dazwischen sind noch helle Stellen, wo ich nicht genau hin bin mit der Farbe. Ich glaube, ich mache es sogar in der Mitte auch noch ein bisschen dunkler. So, und jetzt mische ich mir ein leichtes Türkis. Der Stab kann hier warten, weil nicht so viel Farbe drauf gekommen ist. Ist er jetzt auch nicht so nass, dass ich ihn nochmal föhnen muss. Wenn eurer nasser ist, packt ruhig den Föhn nochmal aus. Bisschen Blau, ein bisschen Grün. Jetzt mache ich erstmal meinen Pinsel sauber. So, hier ist ein Türkis. Ein Teil davon mache ich jetzt nochmal mit Schwarz ein bisschen dunkler. Und das mache ich jetzt auch wieder hier an die Kanten und einfach da, wo der Kleber ein bisschen höher ist, also wo keine Mulde ist. Und wichtig, die dann einzelne Stellen freilassen, dass da das Braun, das Hellbraun, das erste und auch das Dunkle noch durchschimmert und man nicht alles wieder übermalt. Einfach nur sachte auftupfen. Das muss und soll nicht decken. Außer ihr wollt natürlich einzelne Stellen ganz arg betonen, dann dürft ihr natürlich auch deckend machen, wenn ihr das wollt. So. So, jetzt föhne ich das nochmal. Und dann sind wir im Grunde fertig. Ihr könnt natürlich auch hier vorne noch die Spitze oder das Zwischendrin noch ein bisschen betonen. Ich glaube, da gehe ich jetzt auch noch mal meinen dunkleren Braun, so einer Mischung ein bisschen hin. Auch wieder nur einzelne Stellen, damit es nicht unnatürlich gleichmäßig aussieht. Alles klar. Ich föhne das jetzt noch mal. Und dann sehen wir uns gleich für das Ergebnis. Und schon ist unser Zauberstab fertig. Sieht eigentlich ganz schön aus, finde ich. Was meint ihr? Liegt auch ganz gut in der Hand. Asio Eule! Hurra! Na dann, wie sieht denn euer Zauberstab aus? Schickt uns gerne euer Ergebnis per E-Mail oder per Instagram. Vergesst nicht, jeder Cosplayer fängt klein an. Und wenn ihr jetzt nicht alle Materialien zu Hause habt, aber trotzdem gerne einen Zauberstab basteln wollt, dann kommt doch einfach mal freitags zum Game Make and Learn bei uns an der Computerspielschule vorbei und bastelt mit uns zusammen. Ich freue mich auf euch. Ciao!